Wow! Hallo zusammen! Ich bin billige Version von Kanu Rifus und mache heute Intro für I23. Allerdings Thema nicht Deepfake, das ist viel zu gefährlich und zu kompliziert. Heute ist Thema Überwachungskamera und wie du kannst optimal nutzen. Viel Spaß! Boom! Verrückte neue Welt, oder? Naja, darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um noch etwas einfachere Themen, aber auch um KI. Und zwar um Überwachungskameras und die neuen Funktionen, was jetzt so die alten Kameras nicht mit sich bringen, wie zum Beispiel Personenerkennung oder Autoerkennung. Und an der Stelle setze ich, weil ich auch schon länger mit Überwachungskameras auch im Kundenbereich arbeite, setze ich auf Reolink und jetzt habe ich tatsächlich mal von Reolink eine Anfrage bekommen, ob ich mal Werbung für die machen möchte und dafür habe ich aber kein Geld bekommen, sondern ein Testgerät, deren Flaggschiffmodell steht hier hinter mir und zwar die Reolink RLC811A. Die habe ich mal ein bisschen ausprobiert. Die hat nämlich auch noch eine Flutlichtfunktion und eine Audio-Ausgabefunktion. Ein bisschen Kritik habe ich da schon. Ich gebe ihr aber auf jeden Fall meine ehrliche Meinung wieder. Privat betreibe ich, also von meinem eigenen Geld, betreibe ich die 510A. Und da bin ich auch eigentlich sehr zufrieden mit. Nicht nur eigentlich, sondern bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Denn die hat eine Bewegungserkennung für Personenfilter und Autofilter. Und die Personenfilter nutze ich dann tatsächlich auch über Node-RED. Und das zeige ich gleich nochmal als Bewegungsmelder bei mir im Eingangsbereich. Und so kann ich zum Beispiel auch schon Personen erkennen, bevor die überhaupt klingeln. Und die Klingel ist natürlich auch noch so ein Thema. Der Webshop, er ist noch in Arbeit, ist bürokratisch auch noch ein Riesenaufwand. Deswegen kann das Ganze noch ein paar Wochen dauern. Aber ich gebe mein Bestes, dass ich das Tutorial zu der Klingel fertig mache und online bekomme. Und das gleiche gilt auch für ein Home Assistant und Node-RED Tutorial, sodass man wirklich in Gänze alles nachbauen kann, was ich hier schon mal ein bisschen gezeigt habe. Und ich habe ja auch noch nicht alles gezeigt. Aber jetzt gehen wir erstmal auf das Thema ein, und zwar die Reolink-Kameras. Ich habe schon viele andere Kameras auch getestet. Das Schöne bei Reolink ist aber, dass wir eine lokale Schnittstelle haben. Das heißt, man kann das Ding komplett offline betreiben und trotzdem die Bilddaten abgreifen. Man kann die in diverse Systeme einbinden, wie zum Beispiel Home Assistant, wie man das auf meinem Tablet gesehen hat. Und zum Beispiel auch die Personenerkennung über eine leicht versteckte Schnittstelle abgreifen. Aber ich zeige mal, wie das funktioniert. An der Stelle sei gesagt, es wäre ganz schön, wenn zum Beispiel Reolink noch eine etwas offenere Dokumentation dafür geben müsste. So muss man das nicht alles von Hand reverse-engineeren. Naja, vielleicht kommt das noch. Ach so, und weil es hier gerade im Hintergrund steht, hole ich mal gerade. Ich bin Teil von einem Smart Home Ratgeber von Frank Oliver Grün geschrieben. Der hat mich dazu interviewt. Und zwar bin ich jetzt sozusagen der Open Source Smart Home Experte im Stiftung Warentest Ratgeber. Ich versuche mal gerade die Seite hier zu finden. Da bin ich ziemlich stolz drauf. Ich kann mal ganz kurz wiedergeben, was ich da erzählt habe. Also hauptsächlich geht es natürlich darauf zu achten, offene Schnittstellen zu nutzen, vielleicht auch offene Dokumentation, Reparierbarkeit, darauf lege ich natürlich viel Wert und dass man verschiedene Systeme miteinander zusammenspielen lassen kann. Das bringt nichts, wenn man sich in einen Hersteller einkauft und dann in dessen Ökosystem gefangen ist. Finde ich überhaupt nicht gut sowas. Deswegen an der Stelle nochmal Dankeschön für das Interview. Da freue ich mich drüber. Das ist eine Wertschätzung meiner Arbeit. Und jetzt gehe ich weiter auf das Thema ein, weil Reolink halt auch diese offenen Schnittstellen bietet. Ich würde jetzt keine Werbung machen für irgendetwas, was ich nicht irgendwie vollstens unterstützen würde. Und dann an der Stelle viel Spaß mit den Informationen, die euch hoffentlich weiterhelfen. Jedenfalls gehe ich mal jetzt auf die Basisfunktion der Kamera ein. Also man kann das Ganze über eine App betreiben, aber was mir besonders wichtig ist, auch über ein Web-Browser-Interface. Also das hier ist jetzt wirklich einfach im Firefox. Hier, Firefox.
am Laufen. Ich habe die Kamera mal auf den Spiegel gestellt und da kann man mal genau sehen, was so die Funktionen sind. So sollte jetzt hier, genau, jetzt geht das Licht an. Das ist das Flutlicht bei der Reolink 811 jetzt an der Stelle. Das heißt, das hat hier zusätzlich hat es Infrarot, aber auch nochmal Flutlicht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Person sich dann im Bereich der Kamera befindet, kann die dann nochmal angestrahlt werden. Das hat dann vielleicht nochmal eine kleine abschreckende Wirkung. Und zusätzlich, ich kann ja auch mal den Windows-Client öffnen. Der sieht eigentlich fast genauso aus. Da kann man dann nochmal die Taschen aböffnen. Es geht auch relativ zeitnah. Also es ist maximal so eine halbe Sekunde bis Sekunde Verzögerung. Das ist schon mal sehr gut. Und dann habe ich hier natürlich auch noch die Möglichkeit, ranzuzoomen. Es fokussiert auch automatisch, wie man hier sieht. Auf dem Handy hat man sogar noch so einen kleinen Schiebregler. Naja, und das sind halt die Funktionen jetzt hier vom Flaggschiff. Auch mit 8 Megapixel ist die Auflösung schon echt sehr gut. Man kann auch damit Zeitrafferaufnahmen machen, was ich auch schon mal gemacht habe. Aber guck mal, jetzt könnte ich den Fokus eigentlich nochmal verstellen. Das ist zum Beispiel auch was nicht bei der 510er geht. Die ist halt einfach nur 5 Megapixel, also etwas mehr als Full HD in der Auflösung. Und reicht für mich allerdings immer, hat das bereits schon völlig ausgereicht. Ja, und dann hat man zusätzlich, jetzt gehe ich mal wieder auf das Browser-Interface, da kenne ich mich nämlich tatsächlich besser aus, dann hat man hier zusätzlich noch die Funktion, zum Beispiel die Detection zu ändern. Das heißt, in welchem Bereich wird zum Beispiel aufgenommen oder was wird blockiert. Da kann man einfach mal alles löschen oder alles markieren. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel nur ein bestimmter Bereich ausgewählt ist, wird auch wirklich nur in dem Bereich eine Personenerkennung beziehungsweise grundsätzliche Bewegungserkennung ausgeführt. So, und dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit festzulegen, wie groß soll denn jetzt zum Beispiel das minimale Personenobjekt sein. Das heißt, die kleinste Person, die irgendwie erkannt ist, soll zum Beispiel hier irgendwie auf dem Tisch stehen können. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so ideal. Und das gleiche halt fürs große Objekt. So kann man also noch ein bisschen rausfiltern. Das ist auch relativ praktisch. Das sind jetzt erstmal so die Basisfunktionen. Und bei der 811, und das ist so mein größter Kritikpunkt, ich hatte mich nämlich ziemlich gefreut, dass sie eine Audioausgabe hat. Man kann allerdings wirklich nur über die App steuern. Ich fände es natürlich super, wenn man da zum Beispiel noch Audiodateien irgendwo auf der SD-Karte zum Beispiel hinterlegen kann, was auch funktioniert, allerdings nur ein einziges und 5 Sekunden. Da kann man dann zum Beispiel seinen Alarm ändern. Das ist normalerweise so ein Sirenenalarm, aber man könnte zum Beispiel auch bei einer Bewegungserkennung dann sagen, ja, hallo, verlass bitte das Gelände. Wäre natürlich auch schon, wenn man zum Beispiel noch irgendwie 5 oder 6 verschiedene Nachrichten abspeichern könnte, dann würde das fast mal eine Klingel ersetzen. Das heißt, wenn jemand klingelt, könnte ich die Kamera noch nutzen, um eben eine Audioausgabe zu machen, wie zum Beispiel Paket bitte vor der Tür ablegen oder ich öffne die Garage und und. Das, was ich aktuell auf meinem Klingeldisplay anzeige, könnte die Kamera dann übernehmen. Funktioniert halt leider nicht. Ja, was die Funktionen angeht, zum Beispiel den Zoom oder sowas, das Ganze lässt sich halt auch über eine HTTP-Request lösen. Und da habe ich jetzt noch eine kleine Überraschung für euch. Ich habe nämlich über Node-RED einen Subflow geschrieben, den zeige ich mal. Und zwar kann man damit also die kompletten Aufgaben quasi abfragen, was die Reolink-Kamera kann. Und zwar kann ich die Videos, falls ich die nicht nur auf der SD-Karte speichern möchte, sondern auch noch auf dem Raspberry, den ich oder auf dem NAS, den ich zum Beispiel betreibe, runterladen möchte, falls jemand die Kamera abschlagen sollte, dann ersetzt das quasi in NVR. So, das heißt, die komplette Authentifizierung und, das habe ich hier schon mal eingerichtet. Und wer sich dafür interessiert, also hier kann man wirklich einiges nochmal über Node-RED lernen, wie man zum Beispiel mit JSON Arta etwas umformatieren kann. Ich würde sagen, dieser Flow enthält eigentlich schon fast alles, was man an Spezialtricks von Node-RED kennen muss. Und jetzt zeige ich nochmal kurz die Oberfläche. Und zwar habe ich dann einfach hier so ein Teil, was man hier reinziehen kann, also einfach ein Subflow. Hier nur ganz kurz eingeworfen, wie man das Ganze importieren kann. Da muss man einfach nur den Flow, den ich angehängt habe, hier auf Import und dann kann man das Ganze hier einfach einfügen
Und schon ist das Ganze hier drin. Ich kann das jetzt nicht doppelt machen, beziehungsweise könnte ich, aber dann habe ich halt zweimal diesen Subflow. Und genauso kann man ja auch exportieren. Man nimmt das Ding und drückt hier auf Export, hat das Ganze dann exportiert. So ein Subflow oder Subflow, das ist ganz praktisch, weil man das Teil dann halt immer wieder benutzen kann. Und in der Programmierung sollte man nach Möglichkeit ja sowieso alles, was man mehr als einmal benutzt, als generisches Objekt quasi erstellen, also dann halt objektorientiert programmieren. Und so ein Subflow ist hier für Node-RED halt eben so eine Möglichkeit. Das heißt, wenn man das Ganze häufiger nutzt, warum nicht generisch arbeiten hier mit den Variablen und so weiter. Und da habe ich dann schon mal alles reingesetzt. Das heißt, hier kann man die IP-Adresse der Kamera eingeben, hier das Passwort und dann gibt man noch einen eindeutigen Namen an. Und dann kann man zum Beispiel auch anhaken, ob die Videos gespeichert werden sollen, für wie viele Tage die Videos gespeichert werden sollen, ob eine Auto- und Menschenerkennung stattfinden soll. Bilder speichern kann man zum Beispiel auch. Das heißt, so zum Beispiel alle 15 Sekunden wird ein Bild gespeichert. So, und dann hat man hier die verschiedenen Ausgänge. Einmal Mensch erkannt, Auto erkannt, dann nochmal ein Bild mit Topic. Das heißt, hier wird ein Bild abgespeichert und das kann man sich dann zum Beispiel direkt an Home Assistant oder Telegram rausschicken. Einfach mal ausprobieren. Ich verlinke diesen Flow einfach unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise werde ich dazu noch einen separaten Blogpost auf meiner Webseite machen. Damit ist hoffentlich einigen geholfen, weil hier dann schon die komplette API von Reolink quasi integriert ist. Ich musste mir das alles aufwendig raussuchen, weil es wie gesagt nicht so ganz so gut optimiert war. Aber hiermit hat man dann wirklich die Möglichkeit, im Sekundentakt herauszufinden, ob sich zum Beispiel eine Person im Eingang oder irgendwo befindet. Und da kann man zum Beispiel das Licht mit anschalten. Und das ist wirklich super praktisch. So. Ein paar Einstellungen für den reibungslosen Betrieb muss man auf jeden Fall noch tätigen. Und zwar hier jetzt unter Network Settings die Port-Einstellung. Das ist zumindest bei der aktuellen Firmware so, dass HTTP erstmal deaktiviert ist, was ja auch nicht verkehrt ist. Wenn man aber kein eigenes Zertifikat erzeugen möchte und sich den Aufwand sparen möchte, dann kann man hier auch HTTP aktivieren. Und ganz wichtig ist, dass RTSP aktiviert ist, weil das brauchen wir für die Einbindung in andere Systeme. Und ja, hier zum Beispiel die UID, die kann man aktivieren oder nicht. Das ist halt für den Peer-to-Peer-Zugang über die App. Wenn man es deaktiviert, dann hat man über die App zumindest keinen mobilen Zugriff. Habe ich aber auch noch nicht ausprobiert. Ich habe es jetzt erstmal angelassen. Aber eigentlich ist es ja, man sollte so viel wie möglich deaktivieren und nur so viel wie nötig angeschaltet lassen. Aber an der Stelle habe ich das jetzt mal aktiv gelassen, weil ich den App-Zugang noch ein bisschen testen wollte. So, und dann haben wir hier unter Einstellung von Home Assistant die Integration. Da zeige ich jetzt mal ganz kurz, wie man die einbinden kann. Und zwar gehen wir dann auf Integration hinzufügen. Man kann hier einfach auf Kamera gehen. Da gibt es auch schon die Reolink-Integration. Ich weiß gar nicht, ob ich die zusätzlich nachträglich installiert habe. Ich habe ja hier die Docker-Version von Home Assistant. Bin ja nicht so der Fan von der Supervised-Version, weil ich installiere mir die Sachen ja alle nochmal selber nachträglich mit Docker Compose. Das geht ja über das i2.3-Skript auch relativ einfach. Jetzt muss ich das Ganze mal eben neu laden. So, und ich mache es jetzt allerdings nicht über die Reolink-Integration, sondern über die Standard generische Kamera. Und da kann ich ein HTTP-Festbild und ein RTSP-Stream für die Kamera eingeben. Und ich zeige mal, wie das bei mir jetzt zum Beispiel aussieht. Mein Passwort ist natürlich nicht Passwort, aber hier haben wir dann den RTSP-Link plus die IP-Adresse und dann noch hier den Preview-Stream, der ist ein bisschen runtergerastert, nicht ganz so scharf. Sondern kann ich hier zum Beispiel noch einstellen, welche Bildfrequenz das Ganze nutzen soll. Habe ich ein bisschen runter gemacht. Ja, und an der Stelle hat man dann die Möglichkeit, zum Beispiel das Ganze direkt in Home Assistant einzubinden und wie man das auf meinem Tablet gesehen hat, direkt auf dem Dashboard anzuzeigen. Und das finde ich super. Das Ganze läuft komplett ohne Internetverbindung. Genauso wie es mit Internetverbindung läuft. Und das funktioniert leider bei Tuya und diversen nicht so schön. Das ist ja immer noch
irgendwie durch die Cloud und über einen chinesischen, ja, es wird jetzt mittlerweile ein europäischer Server sein, aber dennoch muss das Ganze immer zumindest Peer-to-Peer oder zumindest der Austausch muss über einen Server stattfinden, warum man das Ganze nicht lokal betreiben kann oder zumindest die Schnittstelle bietet, das weiß ich nicht. Kann ich nicht erklären. Ich kann es mir nur damit erklären, dass irgendwelche Daten vielleicht doch gesammelt werden müssen oder vielleicht ist es auch wirklich nur, um die Einfachheit zu erhöhen. Aber an der Stelle muss ich wirklich sagen, gefällt mir das bei Reolink ja deutlich besser und ich hoffe, dass die auch dabei bleiben. Also habe ich jetzt so die Möglichkeit, hier einmal über meinen Subflow von Node-RED kann ich zum Beispiel direkt die Personenerkennung oder die Autoerkennung nutzen, um halt weiterzuverarbeiten. Das ist zum Beispiel so für hybride Sachen, wie ich mache erst ein Foto von einem Auto und dann, wenn es bei mir in der Einfahrt steht und abfotografiert ist, vielleicht auch noch eine Kennzeichenerkennung. Das ist quasi, wenn man sowas immer mehr oder weniger wie Dominosteine anstoßen lässt, deutlich effizienter, als wenn man dauerhaft Kennzeichenerkennung zum Beispiel auf ein Ding laufen lässt. Aber mit Kennzeichenerkennung ist jetzt nur ein Beispiel. Da höre ich immer so Ideen, aber ob das jetzt wirklich sinnvoll ist. Ich habe jetzt einfach einen GPS-Sensor in meinem Auto, der die Garage öffnet, wenn man dahin fährt. Und selbst wenn, dann hat man notfalls noch einen Drücker, der die Garage öffnet. Schöner ist halt sowas, wenn man wirklich sehen kann, was passiert. Da kann ich mal eben kurz zeigen hier, wenn ich auf die Demo gehe, wie schnell das funktioniert. Das ist jetzt natürlich eine Raspberry-Kamera, aber dann auch RTSP. Über WebRTC und da kann man wirklich sehen, ich schalte das Licht hier an und aus und es ist instant an. Oder wenn ich die Garage aufmache, kann ich sofort sehen, jo, da passiert was. Das ist natürlich super cool, wenn man sofort sehen kann, was Status ist. Oder jetzt hier auch zum Beispiel den Zustand der Garage direkt live. Vieles ist Spielerei. Ich sage ja beim Smart Home immer, es muss Zeit und Energie sparen und naja, dies hier. Das spart mir ein bisschen Energie, weil es mir die Sicherheit gibt, dass in der Garage alles in Ordnung ist. Falls zum Beispiel irgendwie der Postbote mal Paket abgelegt hat, kann ich nachschauen, ob es da ist und mir zum Beispiel noch ein Video irgendwie zusenden lassen. Genau. Ja, an der Stelle hoffe ich, dass euch diese Information über Reolink-Kameras weiterhilft. Man kann damit halt wirklich auch eine Türklingelanlage als solches so halb betreiben. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel im Eingangsbereich eine Kamera aufstellt und sich dann eine Person befindet, dann kann man sich direkt schon aufs Handy eine Information schicken lassen, sodass man eigentlich schon weiß, dass jemand klingeln wird, bevor er überhaupt klingelt. Das habe ich zum Beispiel bei meinen Eltern gemacht, die auch keine smarte Türklingel haben, aber die wissen immer schon direkt mit Foto und das geht halt super schnell. Das ist innerhalb einer Sekunde ist das Bild da, wer sich im Eingangsbereich befindet. Und da soll man erstmal eine andere Klingel dazu bringen, die so schnell die Information mit Bild aufs Handy bringt, wer denn sich da befindet. Und deswegen da eine klare Empfehlung. Es ist wie gesagt eine Sonderlösung. Das ist nicht das, was Reolink anbietet, sondern es ist nur mit Reolink möglich, dann über Home Assistant. Und das auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man Interesse daran hat. Ein näheres Tutorial dazu kommt dann in meinem Shop im Home Assistant Tutorial, was dann auch ungefähr zeitgleich mit der Türklingel kommt. Und da gehe ich dann wirklich nochmal ganz genau darauf ein, wie man die Echtzeitübertragung von Bildern zum Beispiel machen kann, über Home Assistant, über die Benachrichtigungen und so weiter. Ja, an dieser Stelle hoffe ich, habe ich jetzt nicht wieder zu viel geredet und das Ganze war für euch informativ. Wir sehen uns so schnell ich kann. Ich habe im Moment beruflich noch relativ viel zu tun und zahlende Kunden gehen natürlich an dieser Stelle vor. Und unser Garten ist auch noch ein bisschen in Arbeit. Wir haben den komplett umstrukturiert. Da werde ich wahrscheinlich auch noch mal was zu erzählen, weil ich habe ein bisschen smarte Bewässerung gemacht. Aber keine elektrische, auch nicht mit Smart Home, sondern wirklich nur mit einem Tröpfelbewässerung. Das einfach durch Höhenunterschied funktioniert. Und es muss ja nicht immer alles smart sein, solange es funktioniert. Auch ganz wichtig. Und dann freue ich mich, bald wieder ein neues Video für euch machen zu können. Und bis dahin immer schön smart und unabhängig bleiben. Alles Gute.